Bisher bei Revelations 2. Claire Redfield, Sie kommen mit uns. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Hier ist da draußen überhaupt jemand. Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was? Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Hör zu, Süße. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? So, und damit ein Ayu, was ihr von der Eingangsstadt für herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Resident Evil Revelations 2. Und ja, wir sind hier wieder am Stizzle-Mizzle. Das nehmen wir mit. Und ja, wir weiter jetzt auf jeden Fall. Wir sind immer noch in der zweiten Episode. Jetzt mal mit Barry. Und ja, chillig, ne? Moira hat mich wahnsinnig gemacht. Nein, Moira war nett. Ein gutes Herz hat sie. Sie hat bestimmt ein bisschen von Polly in dir gesehen. Ihre Schwester. Woher hast du den Armreif? Die Insel. So. Glaube ich. Sturmgewehrmunition. Eine Frau. Die Aufseherin. Dann haben wir als nächstes. Experiment gelesen. Wenn wir hier vorne gehen, was haben wir hier Schönes? Zwiebelschen Gurkisch, meine Freunde. Zwiebelisch und Gurkisch. Da drüben sind welche. Such dir Deckung. Ich erledige sie, bevor sie uns sehen. Aha. Zack, Junge. Barry die Mary, Junge. Legende. Mal gucken, ob wir hier... Okay, ich glaube, das war's. Boah, ich hab grad Döner gegessen, Alter. Hab meine Mutter und mir extra Kebab geholt. Hab grad schön gesnackt. Guck mal hier ein grünes Kreuzchen. Jetzt gehen wir hier runter. Sehr gut. Da sind willst du mich verarschen? Stirb doch! Ich glaube, der ist down. So, der Bruder ist downy, 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 mauny. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Mal ein bisschen AR-Muni. Ich glaube, das war's sonst. Verdammt, ich brauche einen Schlüssel. So. Hier wimmelt es von denen. Sei vorsichtig. Mhm. Rauchflasche. Eine Zweitwaffe, die mit LB und RT verwendet werden kann. Die Rauchwolke beschränkt die Sichtweite der Gegner, sodass sie weglaufen oder die Gegner mit
Schleichangriff eingreifen können. Auch Natalie kann auch falsch verwenden. Okay, das ist cool. Der Schlüssel ist da drin. Aha. Ne, warte. Hier geht's nicht. Ah, dieser Fickfehler. Das Ganze auch vom Schleichsystem hat ein bisschen was von Last of Us. Finde ich schon mal ganz cool. Okay, die Kleine kann hier hoch. Also haben wir den hier erwischt. Perfekt. Jetzt hier runter. Damit kommen wir weiter. Ohne Sniper. Lecker. Brauche deine Hilfe. Jetzt, Liebes. So. Nein, Digga. Nice. Perfekt, eine Teilebox. Ja, die ist ja herzallerliebst. Jetzt können wir hier wieder hoch. Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut hier die Sniper ist. Ja, die haut schon rein, sagen wir mal so. Die scheppert gut. Ja, ey, Jerry. Hier noch ein bisschen AR-Muni. Wie, ich kann nichts betreiben. Da bin ich. So, okay. Ja, den Schlüssel haben wir jetzt. Jetzt kann ich wieder zurück. Oder habe ich den Schlüssel? Ja, habe ich, okay. Warte, wie ging es hier weiter? Oder wie ging es hier zurück? Ach, guck mal, hier ein Dings, was ich mitnehmen kann. Turmemblem. Ja, ne? Genau. Da ist auch hinter mir, sehr gut. Hast du da Moira getroffen? Da drüben? Ja, bei dem großen Turm. Okay, dann suchen wir die saftige Moira. Halleluja! 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 Brauchst du ein Brecheisen? Monster! Holen. Wo? Genau da! Siehst du es nicht? Quatsch, denn hier ist nichts. Meine Sicht wird irgendwie. Barry, es ist direkt da vorne. Ich weiß nicht, was du siehst, aber zeig es mir. Ihr willst mich verarschen? Unsichtbare Monster. Das wird sicher ein Spaß.
Na, großartig. Es kommt näher. Da, schieß! Nein, da, schieß! Ich sollte lieber die AR nehmen. Weil wir mehr Feuerrate haben, würde ich sagen. Ich glaube, das könnte passen. Das ist hier, ah, warte mal. Richtig die Sau rausgelassen. Was ist bloß passiert? Okay, cool. Alpirikstoß. Für eine AR brauchen wir das auf jeden Fall. Aber definitiv. So, dann mal hier noch. Bisschen AR-Munition. Sonst hier ist gar nichts mehr. Hier geht's nicht von der Combo, ne? Oh Mann. Und da kommen wir, wo geht's hier weitergehen? Wo geht's hier weiter? An der anderen Seite. Ah, warte mal. Kann die Kleinen durch? So, was haben wir denn hier noch? Findet. Ah, guck mal hier. Haben wir ein Dings. Nice. Was haben wir hier noch? Aha. 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 Und aufschließen. Okay. Was genau kann das jetzt machen? Ist hier drin geblieben? Ist hier sonst noch irgendwas? Was zum, auf Russisch, was zum Lesen, wenn man möchte. Eine Karte, cool. Sehr cool. Die können wir jetzt auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich muss da rüber. Beziehungsweise... Oh. Oh mein Gott, Digga, was war das denn? Ah, stimmt, die Scheiße habe ich nicht gesehen, das sieht nur sie. Ist das dein Ernst, Digga? Ah, fick dich doch. Ach so, okay, du bist One-Hit bei denen. Okay, gut zu wissen. Warte mal. Ich starte ab hier wieder? Warum ab hier erst, hä? Wie ass ist das denn? Unsichtbare Monster. Das wird sicher. Oh, was ist das für schwule Checkpoints, Bro? Ich hasse sowas. Jetzt wieder die Tür ist auch wieder zu. Ja, natürlich. Ach, Gottes Willen, Alter. Och, Digga. Meine Fresse. Du bist aber one hit dead, Alter. Holy shit. Scheiß auf die Box. Diese 1000 Punkte braucht die kein Mensch.
So. Das Monster kommt. Komm mal hoch, Sohn. So, warte mal. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Aha. Okay. Ja, ey, Yuri. Ah, ich hab den Rückstoß gar nicht drauf gemacht. Aber ich hab ihn drauf gemacht, aber Checkpoint hat alles verkackt, Alter. Aber wo ist jetzt die Scheiße gewesen? So in dem Haus, ne? Bin ich hier durch? Ah, ne, guck mal, ich brauch ja sowieso. Jemand hat hier richtig die Sau rausgelassen. Was ist bloß passiert? Okay, nochmal. Ja, wissen wir. Ja, damit. Jetzt gehen wir nochmal durch hier. So. Kein Problem, die Scheiße haben wir. Let's go, der Hase, Junge. Oh, Mann. Oh, was war das denn? So. Oh, herrlich. Und jetzt regnet's. Ist dir auch warm genug? Ich komm schon klar. Herr Süß, wer sich Sorgen um sie macht. Gestorben. In der Hakichia. Du warst da, als die Stadt gefallen ist? Tut mir leid. Das war bestimmt nicht leicht. Du bist ein toughes Mädchen. Leute wie ich sollten eigentlich Leute wie dich vor Bioterroristen schützen. Wir hätten euch nicht im Stich lassen sollen. Wo bist du danach hin? Terra Safe hat mich in ein Heim gebracht. Eine Anstalt. Tut mir leid, Natalia. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Alaberi, ein Stabiler. Oh, es ist Zwiebelfisch mit Gurken. Was ist los? Auf dich gewartet. Nichts. Können wir gehen? Ja, ist schon sehr, sehr beunruhigend hier. So, oh nee, Digga. Junge, sind die Viecher hässlich, Alter. Hier können wir durch. So, wir haben einen unteren Stock, wir haben einen oberen Stock. Sie sind drin. Sei vorsichtig. Warum glitscht das so? So. Splinterberry. Wieder am Stissel. Also kann ich irgendwas kombinieren? Nee, kann ich nicht. Warte mal, ich gebe ihr mal die Sachen.
ich nicht benötige. Obwohl ich kann, glaube ich. Genau das summen. Oh Mann. Ja, Eri. Das Monster. Ey, der hat aber viel genommen, ja. So, jetzt gehen wir hier durch. Let's go. Das war's aber nicht mit ihm, ne? Es kommen hier noch mehr, glaube ich. Warte mal kurz. Aber wir schmeißen den mal. Ja, den Recoil Attachment, den merkt man auf jeden Fall. So. Ich habe übrigens diesen Raid-Modus auch mal ausprobiert. Ich finde den ganz cool. Ich habe mal, ich glaube, 2 Rounds gespielt oder so. So 2 Missionen mit Claire. Und ich fand das ganz cool. Digga. Hallo! Perfekt. So muss das. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Von dem Gebiet aber auch keine Karte. Erwarte. Ich wollte gerade sagen, Natalia soll mithelfen, Alter. Die Kleine kann doch nicht mal 2 Gramm heben. So. Chillig, karillig. Brenn, Baby, brenn. Ja, Eri. Tschüss. So. Okay. Ach, guck mal, hier die Box. Die ist ja noch von damals. Kannst du gar nicht mehr durch. Dicker. Was sind die Kleine? Was macht die denn? Ist nicht mehr. Alter, ganz weird. Jetzt gehen wir hier runter. Jetzt, jetzt können wir hier so rein. So lang. Was ist das denn jetzt? Noch. Hier habe ich Moira getroffen. Gut, legen wir einen Zahn zu.
Rührt sich nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Die darunter? Nee. Ja, besser ist es, das ist ein scheiß Vorstuhl. Okay, sie kann darunter. Okay. Ah, Sturmgewehrmunition. Und einmal aufschließen. Dankeschön. Nein! Schwanz mit Gurke. Warte mal. Yes. Das bedeutet, das wandert die ganze Zeit. Ey, guck mal! Eine Box mit Teile. Das ist doch schön. Jetzt die Frage. Warte, hier war doch irgendwo noch. Da. Kapazitätsstufe 2. Was machen wir denn? Ja, komm. Wenn schon. 53 Schuss, Alter. Das ist einiges. So. Ich muss sagen, bis jetzt, das Spiel ist gut. Von der anderen Seite. Mal hier noch. Ach, guck mal, Sniper-Munition. Und okay, hier ist ein Vorstuhl, das heißt, die Kleine kann jetzt mal. Oh nein. Oh nein! Barry! Barry! Jetzt haben wir die Viecher weg. So. Bisschen Rauchpulver. Jetzt, okay, wir sind jetzt, warte mal, ich kann jetzt hier durch. Aber wo geht's jetzt hier weiter? Muss es doch entweder. Ach, guck mal, hier ein Kraut. Ein Item geben. Oder eine weitere Wegführung. Das kann ich weiß, was das ja alles war, oder? So, warte, hier hoch. Auf der anderen Seite. Hier ist eine Heli abgestürzt. Das sieht nicht gut aus. Stopp! Na, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Dann wie ein Meister, wie meine Schwester. Ach du Scheiße.
So. Okay, das ist hier nicht kaputt. Ja, es ist auch egal. Warte, ich komme von da, ne? Das heißt, ich muss jetzt hier lang? Oder? Nee, falsch. Hier ist schon richtig. Okay, hier ist nicht richtig. Okay, ich muss hier irgendwas machen. Warum kann ich das nicht... Nee, ich verstehe es nicht. Warte, ich muss ganz kurz überlegen. Rufen hier kann ich nichts. Runter hier kann ich auch noch nicht. Hier in der Badewanne ist auch nichts, außer eine Badewanne. Von der anderen Seite. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas habe ich übersehen. Muss ich das eventuell wegsprengen? Kann das sein? Warte mal, ich kann es mal probieren, aber ich weiß nicht, ob das... Das bringt ja gar nichts, oder? Wenn ich das wegspringe, kann die Kleine da irgendwie rein? Nee. Nee, bringt gar nichts. Bro, keine Ahnung. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Nee, hier runter muss ich auch nicht. Bro, kein Plan, Alter. Kann ich wieder runter? Kann ich wieder zurück? Warte, ich habe hier den Heli. Untergestoßen. Was bringt mir das? Immer ganz da unten. Immer was probieren. Also in der Kiste dachte ich schon. Nee, geht gar nicht. Ah, warte, hier, Dicker, hab ich gar nicht gesehen. Oh nein, ich hab's nicht gesehen. Let's go, my Barry! Sehr gut. So. Ich und Mara wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Der nette Mann? Welcher nette Mann? Der mich gerettet hat. Ob Moira es wohl zum Turm geschafft hat? Das hat sie. Komm, schauen wir, was wir finden. So, Barry, lass die Muskeln spielen. Oh, Dicker. So, damals sind wir hier. Ja, echt schaurig, was? Schaurig, schmaurig. Die Kleine können hier was aufmachen. Barry. So. Gucken, was da drin ist. Was glaubt ihr? Was könnte da drin sein? Ich hoffe noch ein Teil, Digga. Schön. Schön. Ach, Digga. Kannst du hier sonst so hinstecken? So. Ja, damit. Junge, Puppen. Ich hasse Puppen, ne? Ich hasse Puppen. Das ist ganz schwierig. Was ist das denn hier? Was ist das denn jetzt hier?
Maske. Sie ist so gruselig. Ich kann sie nicht leiden. Wer? Die Frau hier neben Wesker? Das ist Wesker. Alex Wesker. Zwei Weskers? Willst du mich verarschen? Endlich bist du gekommen. Ich wusste, dass du kommst. Okay. Natalia, soll mir das irgendwas sagen? Natalia Wesker oder was? Nächstes Mal bei Revelations 2. Moment. Das ist Moiras. Nein, keine Spur von ihr. Oh, natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Da stehen alle unsere Namen drauf. Was haben wir falsch gemacht? Wo ist Moira? Okay, alles klar. Na gut. Das war jetzt Episode 2 mit beiden Charakteren. Next Episode Judgment. Haben wir auch schon alles. Alles gut. Ende von Episode 2. Ja, AAS. Perfekt. Ja. Na gut, Freunde, ne? Dann war's das. Mit der Folge von Let's Play Resi Revelations 2. Wir haben jetzt die zweite Episode uns angeguckt. In der nächsten Folge starten wir rein mit der dritten. Und dann in den nächsten Folgen mit der vierten. Dann hätten wir den Hasen. Also wir sind eigentlich schon jetzt mit der Hälfte durch. Wenn man so sieht. Hat Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall, hat ein gutes Pacing, also ist nicht langatmig. Ist auf jeden Fall echt sehr geil. Und ich verabschiede mich mit der Folge. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge, wenn es wieder ist, Let's Play Resi Revelations 2, wie gesagt. Bis dann, checkt die Miets auf die Zwiebeln und haut rein.